Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute Abschuss bestätigt auf der Map Overwatch, während ich dann noch meine richtige Position erbaumel. Und dem aufmerksamen Zuschauer soll es schon aufgefallen sein, Spiel beginnt. Was heißt das? Das ist Deutsch und das ist die Xbox. Und da komme ich nur mit einer Klasse klar und die habe ich jetzt mal in meinen Koffer eingepackt. Die Type 95 mit Rotpunktvisier und Schnellfeuer und der MP9 schallgedämpft. Und direkt kommen wir zum allerersten kurzen Tipp. Wenn ihr auf Overwatch spielt, flankiert die Gegner hier direkt am Anfang. Man spawnt also gegenüber und da habt ihr die Möglichkeit, richtig aufzuräumen. Kleiner Tipp hier beiseite, aber wir kommen zu den Abschussserien. Ich habe nämlich auf der 5 die Predator, auf der 7 die Cobra und auf der 9 die Predatoren-Schnubbelmaschine mit eingepackt. So, raus mit dem Drops, der wird direkt gelutscht hier. Ja, Gammler in der Ecke, Bams, genieß es. Ja, auf jeden Fall Overwatch, eine von den neueren Maps. Es gibt ja Liberation und Piazza, das sind ja da die italienische Map und beziehungsweise erst diese Freiheitsstadt aus Central Park, Gedönse, Camper-Assi-Scheiß-Map. Dann Piazza, die italienische, der kleine Italiener, wisst ihr, der kleine Fungischieber. Wer den Cup gewinnt, ist scheißegal, nur Italien, nicht Italien. Ich habe Laberfläche, ich habe gute Laune, ich will heute labern. Und das müsst ihr heute ausbaden, das kann ich euch schon mal sagen. So, auf jeden Fall kann ich euch da wirklich nur sagen, ja, Piazza gefällt mir, Liberation, geht so, wird aber sicherlich auch nochmal kommen. Dann gibt es ja hier diese Map Overwatch, die soll so ein bisschen an Highrise erinnern. Einfach nur vom Style her, da ein paar Gerüste stehen und irgendwie weil da ziemlich hoch ist. Also ich muss sagen, ihr werdet das auch gleich sehen, eine Predatoren-Schnubbelmaschine auf dieser Map ist nicht ganz das Wahre, Freunde. Also da gibt es sicherlich so die ein oder andere Abschussserie, die definitiv cooler ist. Ich kann euch einfach nur noch so als kleinen Tipp geben, versucht, ja, wenn ihr oben spielen solltet, auch nach unten zu schauen, so wie ich es hier gerade mache. Irgendwo habe ich da einen Typen gehört und wenn... egal. Auf jeden Fall, wenn ihr oben spielen solltet, schaut gerne mal nach unten, weil die Leute, so wie ich es hier gerade mache, die schauen einfach nicht nach oben. Wenn jetzt oben einer wäre, der könnte mich so locker wegholen, weil man einfach gar nicht darauf vorbereitet ist. Und das kann ich euch dafür empfehlen, wenn der Gegner sehr, ich sag mal, Killstreak stark ist. Das heißt, wenn sehr viele Killstreaks unterwegs sind, dann haltet euch einfach unten auf. So, das so als kleiner Tipp am Rande, damit das nicht ganz in die Hose geht, ne? Nicht ganz in die Box. So. Ja, Abschluss bestätigt. Ich weiß nicht, was ich von dem Spielmodus irgendwie halten soll. Man kann irgendwie doch schon ganz schön spielen. Diese Tonnen. Ein ranziger Ort, Freunde. Ein ranziger Ort. Ich bin momentan eher so dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen so diese Head-Glitch-Ecken zu suchen. Gerade auf der, der wäre mir auf der PS3 nie passiert. Niemals hätte diese ranzige Made mich da wegholen können. So, und hier ist Fenster kaputtballern, hochspringen und dann könnt ihr hier schön hier mal runterlötzen. Das meine ich mit von oben nach unten arbeiten. Hier gab es eine Host Migration. Das habe ich jetzt mal hier so ein bisschen rausgeschnitten. Da geht es jetzt weiter. Man hätte es schöner machen können. Ja, aber Leute, ihr wollt doch Gameplay sehen, oder? Da muss die Feinheit mal ein bisschen auf der Strecke bleiben. Commander Krieger, deine Qualität sinkt. Ja, ist auch gut so. Dafür habe ich Stimmung und Spaß. Mann, ey. Ja, was gibt es noch zu sagen? Da gibt es noch die neue Map Black Box. Zumindest erstmal nur auf der Xbox. Auf der PS3 gibt es die noch nicht. Die habe ich auch schon gespielt, da habe ich aber noch nichts Anständiges auf die Kette gekriegt. Aber sie gefällt mir sehr gut, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich kriege da aufs Maul, aber sie gefällt mir sehr gut. Also bisher meine Favoriten in diesen Packs, wie man es auch immer nennen soll, in diesen DLCs, ist für mich ganz weit vorne Piazza. Die gefällt mir sehr gut. Die hat mir wirklich sehr viel, die macht mir auch sehr viel Spaß. Da wird es sicherlich auch noch was geben. Und ja, Blackbox handelt halt davon, dass da irgendwie so ein kaputtes Flugzeugwrack ist. Soll, denke ich mal, so ein bisschen eine größere Scrapyard-Map werden. Es ist zwar kein Flugzeugfriedhof, aber zumindest so von Wrack, Unfallgedönse und so. Ich denke, so in diese Richtung geht das. Overwatch, wo wir hier gerade sind, ist halt so der High-Rise-Abschnitt. Dann Piazza. Piazza habe ich eigentlich so gar keine Idee, in welchem Map-Bereich das fallen soll. Vielleicht ein bisschen Favela, aber ich sehe es doch mal eher als
eher als Italy von Counter-Strike. Und Liberation ist so das Wasteland zugebaut. Ja. So, hier seht ihr auch mal eine Prisma. Macht hier gar nichts. Die ist voll für den Arsch. Also, ganz ehrlich, verzichtet wirklich auf die Predatoren-Schnummelmaschine. Es werden zwar von mir noch Gameplays kommen auf der Map, wo ich auf jeden Fall mit der Predatoren-Schnummelmaschine spiele. Aber so prickelnd ist sie nicht. Da empfehle ich euch doch eher die AH6-Überwachung, die da doch ein bisschen besser ist. Würde ich mal so sagen. Oder einfach mit Kampffeli und Payflow. Sollte eigentlich auch schon einigermaßen gehen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen von Elite auch enttäuscht. Ich möchte es einfach mal sagen. Ich habe es vorher noch nie gesagt. Ich möchte es jetzt mal loswerden. Ich habe mir damals auf der PS3 Elite gekauft, in der Hoffnung, dass ich ziemlich schnell, ziemlich rabimme, rabamme, rabums die Map Packs bekomme, genauso schnell wie die Xbox. Nee, aber was haben sie gemacht? Jetzt gibt es als erstes die Map Packs für die Xbox Elite Premium Käufer. Dann gibt es die Packs für die, hier auch wieder. Das ist doch eine geile Stelle. Dann gibt es die Packs für die PS3 Elite Mopeds. So, dann gibt es die Packs für die Xbox nicht Premium-Member, die sich die dann kaufen können. Und dann zu guter Letzt gibt es die dann für die PS3. Der PC, ich glaube, der hat Pech gehabt, so wie ich das weiß. Also, sorry, lass doch diese ganze Scheiße sein mit irgendwelchen, ja, das muss exklusiv sein erstmal, beziehungsweise das muss erstmal nur für die Bude hier rausgeschickt werden, beziehungsweise für die Konsole. Das ist so ein Scheiß. Ich weiß nicht, warum die das machen. Natürlich haut Microsoft da ordentlich Kohle mit rein. Aber ich finde es einfach nur ein bisschen traurig und hoffe, dass die wirklich mal in Zukunft sagen, ey Leute, wenn ihr euch schon für 50 Euro unser dreckiges Elite kauft, dann kriegt das genauso schnell wie die Xbox. Ganz ehrlich, das habe ich erwartet. Ich bin da ein bisschen enttäuscht, zumal, ja, Elite, ich finde es nicht so prickelnd. Ihr könnt mir gerne mal in die Videokommentare schreiben, was ihr von Elite haltet. Nicht jetzt von DLCs und Geldgeilheit, davon will ich nichts lesen. Weil machen wir uns nichts vor, jeder will irgendwie Geld verdienen und die Idee dahinter ist ja nicht so schlecht, dass man einen Teil hat, womit man seine ganzen Waffen in der Straßenbahn auf einem App einrichten kann für die ganzen Hardcore-Suchtis. Aber ich weiß nicht, irgendwie es ist mir zu lahmarschig und irgendwie ein bisschen zu träge. Weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich habe mir das Elite eigentlich hauptsächlich nur dafür gekauft, damit ich die Maps bekomme, so schnell wie möglich, und ja, was habe ich jetzt? 50 Euro, zwar habe ich die Maps, aber trotzdem immer noch später, als es sie gibt auf der Xbox. Und ich muss mal wirklich schauen, wie ich das da mache. Naja, ich bin mal wirklich da auf eure Meinungen gespannt. Ihr seht jetzt hier, dass der Drops gelutscht wurde. 65 zu 42. Mein Score ist gediegen 35 zu 10. Ich denke, es hat euch ein bisschen mal unterhalten, mal ein bisschen, wenn man mich so frei von der Seele labern, schnattern hört. Und mit diesem Final Kill Cam verabschiede ich mich mit einem Jutschuss. Euer Commander Krieger und ich verabschiede mich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.